Ja, hallihallo und Hallöchen. Hier sind wir wieder zu einer neuen Folge von Let's Show Minecraft, beziehungsweise Let's Play Minecraft Let's Show. Ja, und ihr seht schon, was habe ich da für ein riesen weißes Ding hingebaut. Ja, das soll so ein Schwebeding im Endeffekt sein. Habe überall Wasser hingepflanzt. Mal schauen, was wir da draus noch machen. Ja, einfach hier mal richtig schön fleißig weitergebaut und. Ja. Und hier krölen mich schon wieder die Schafe an. Ja, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was hier draus eigentlich wird. Ja, das ist die Frage. Was wird hier draus? Also ich will hier halt irgendwie so ein richtig, richtig schönes Haus hinzimmern. Nur wie das Ganze dann aussieht, weiß ich selber noch nicht genau. Das ist einfach wieder so eine Sache, die ich einfach mal hingezimmert habe und dann, ja, schauen wir mal, was einfach draus wird. Ja, da, 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 da. Es tut mir leid, dass ich euch jetzt so lang habe warten lassen wegen den Folgen hier. Ja, momentan ist irgendwie der Wurm ein bisschen drin und ja, viel arbeiten und ja, muss schließlich sein, ne? Arbeit geht vor, weil allein von YouTube kann ich zum Beispiel nicht leben. Ja, und deshalb muss ich arbeiten gehen. So sieht es nämlich aus. Ja, und wie immer habe ich natürlich auch ein Thema vorbereitet. Und zwar wisst ihr ja, die gute Xteria, mit der ich momentan aufnehme, sie hat selber ein Kind. Und deshalb würde es mich von eurer Seite mal interessieren, was sagt ihr, ab welchem Alter ist Kinderkriegen okay? Die gute Xteria ist ja 26, passt vom Alter her einwandfrei. Jo. Und ja, es gibt ja auch welche, die dann wirklich mit 13, 14 schon Kinder kriegen. Ja, finde ich nicht so gut. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Aber ja, verstehe ich auch deren Eltern nicht, warum die sagen, ja, bring halt das Kind auf die Welt und hin und her und wir ziehen das groß. Ich meine, ich bin nicht für Abtreibung. Ja, aber wie soll ich das sagen, ohne dass das jetzt blöd klingt? Man sollte sich manchmal doch überlegen, ob es das Richtige ist. Weil Schule, arbeiten, ja. Jemand, der mit 13, 14 ein Kind auf die Welt bringt, ist jetzt natürlich die Frage, ob das bei dem genauso läuft wie bei jedem Jugendlichen dann auch, weil ich persönlich kann es mir natürlich nicht vorstellen. Ja. Ich habe ja noch keine Kinder, doch eins habe ich, die Luna. Oh, die Luna ist mein Kind. Ja, mein Kind. Ja, und übrigens habe ich den Tempel eingerichtet. Das werde ich euch nachher auch auf jeden Fall mal zeigen. Schneller. Ups, das war zu viel. Das war zu viel. Ja, ist natürlich die Frage, wie hoch machen wir das Ganze hier eigentlich? Wie hoch machen wir das Ganze? Patsch. Ich muss dann erstmal gucken, wie das überhaupt aussieht. Ja. Ich muss mir das erstmal angucken. Erstmal ein bisschen Looky-Looky machen hier. Schumpfgebiet. Ja. Hier wollte ich eigentlich auch noch weiterbauen. Bevor ich das hier hinzimmer, tue ich das erstmal hier machen. Weil das sollte hier so ein Tor werden. Dann mache ich das nämlich erstmal so. So. Hier latscht wieder ein Schaf rum und frisst. Habt ihr eigentlich noch richtig gute Ideen, was ich hier reinbauen könnte in die Welt? Weil ich habe doch immer wieder Ideen, aber ja, sind manchmal nicht immer die besten.
Tuff, tuff. Ey, danai. Danai. Ja, und ich habe ja das Thema Mobbing angesprochen gehabt. Und erstmal finde ich es richtig super, dass sich doch der ein oder andere an mich gewendet hat. Und ich hoffe, ich konnte ihm ein bisschen helfen. Ihm, ihr, ist ja egal. Ja, finde ich wirklich toll, dass ihr mir da so vertraut, dass ihr mir da eure Probleme erzählt. Ja, ist eine ganz tolle Sache. Ja, weil das Vertrauen muss man sich ja auch erstmal irgendwie verdienen. Und deshalb bin ich da ganz, ganz stolz, dass ihr mir da eure Geschichten erzählt. Ja, so sieht's aus. Das. Auch nicht feststellt, dass der Menno. Batsch. Okay, wir sollten das hier vielleicht noch wegmachen. Das machen wir auch mal weg. Blödes Sand hier. Ich muss mir sowieso noch was einfallen lassen. Oh, die Decke haben wir auch noch nicht gemacht. Ups. Das ist typisch für mich. Oh. Die sind nix gut. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Mach Licht hier. Mach du Licht. Ja, jetzt ist ja, ich glaube von der 1.6 ist das. Die Minecraft-Version ist ja jetzt die Beta-Phase. Also die Beta müsste draußen sein. Ja, da gibt es Pferde und was weiß ich nicht alles. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ist. Ja, ich werde es natürlich dann, sobald das Ganze mal draußen ist, auch machen. Aber ich komme heute hier irgendwie nicht zurecht. Ich bin heute irgendwie zu doof hier. Ja, schmeiß die Steine. Jetzt wieder ein bisschen runter. Ja. Ja. Jetzt aber geht das Razzifazzi hier. Chip, 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 chip. So. Ja, wie wir das dann da noch machen? Gute Frage, nächste Frage. Wir müssen auf jeden Fall hier irgendwie eine Treppe runter machen. Das könnte man eigentlich gleich mal probieren. So, schauen wir mal. Nehmen wir mal das. Eingang. Machen wir mal. Puff. Dann klatschen wir hier. Och nö, das wollte ich nicht. So. Dann machen wir mal diesen. Und tuff. Ja, das müsste sogar irgendwie hinkommen. Hoffen wir es zumindest. Ja. Ja, das könnte hinkommen. Mal looky machen, wie das Ganze wird. Butch. Tuff. Gibt's eigentlich irgendwelche Spiele, wo ihr sagt, hey, das wäre mal richtig, richtig cool, wenn du das spielen würdest? Ja, und was es bei mir natürlich auch Neues gibt, bei mir auf dem Kanal hat sich ja nun auch etwas geändert. Ich bin nämlich mittlerweile Netzwerkpartner bei Playtimes TV. An die, die es noch nicht bemerkt haben, ja, ich bin in einem Netzwerk.
alle die, die es noch nicht wussten. Machen wir das so. Das sieht jetzt aber natürlich doof aus hier.